Moin, es sind Mia und herzlich willkommen bei Geeks Live Luxemburg. So, Luma Hai, den Organisator von dem Turnier Street Fighter 5 versetzen, der Real Pain. Maja, dann erzähl mal, wie hast du zu kommen? Maja, der Witz bei der Sache ist, dass ich wollte mal Street Fighter 4 Turnier machen. Ja. Mein Co-Organisator, der Meister Sin, den hat mich schon gerufen und hat gesagt, wieso machen wir eigentlich Street Fighter 5? Ich habe ihm gesagt, Street Fighter 5, was ist denn da raus, du Spast? Und das könnte aber fertig für du nicht raus. Und dann habe ich gedacht, ja, okay, das ist natürlich eine gute Chance, dass so ein Hai kommt in ein Gaming-Café, ein Spiel, wirklich ein Spiel, was recht fertig raus ist. Ob der Low wird kompetitiv oder just for fun, ein paar ausprobieren, das du, die können spielen, jederin aus dabei, voilà, jederin die Lust hat. Ja, voilà. Und wie lange hast du schon die Idee dazu, das zu machen? Die Idee für Turnieren am Ganzen am Gaming Café, da ist schon eine Zeit schon gegangen. Wir hatten auch den Mortal Kombat 5, Mortal Kombat 10, Mortal Kombat 10 Turnier gemacht. Und das ist also einfach so gekommen, weil man gesagt hat, ein Gaming Café ist ein mega cooler Platz, wo dick viele Leute da sind, für wirklich eine Community aufzubauen schon. Und von da hast du mal gesagt, dass wir perfekt für mehr Turnieren und für neue Kampfspielturnieren, weil dann sagst du, die online mit schwer ist, ähnlich. Das ist immer ein bisschen lag daran, und das ist wirklich eine andere Experience, dass den Inspielen auf einer Konsole kann in einerseits, es geht auch die Mind Games und weil ich und zum Beispiel auch mit Match und Jimmy Mouse wieder durch. Das ist, wie gesagt, das ist ein Deal von den Mind Games, weil ich dem Gegner nicht will weisen, wie ihr Strupp sind. Sind ich rosa, sind ich nervös, das gesagt kein. Schon die scheiß Mouse bin. Oh, das ist wirklich ein guter Traum. Ich habe den gesehen, das ist relativ gut gelaufen, sind relativ viele Leute an Stufe umgemalt. Hast du jemals gedacht, dass du ins Füchse wert gehen? Ich meine die Sachen und ich war nicht vor mir auf, ehrlich gesagt. Ich hoffe natürlich, dass so viele wie möglich Leute kommen. So mal so, ich bin definitiv zufrieden. Wir hatten 27 Leute dabei. Das ist alles tiptop gelaufen, Leute haben alle gut gelaufen und in der Organisation ist auch alles gut geklappt. Also, dick zufrieden. Maja, dann sagen wir vielmals merci. Merci auch. Und noch einen guten Abend. Merci gleichfalls. So, Luma, hier noch einen von Organisatoren vom Street Fighter 5 Turnier. Hier sitzen den Meister Sehen. So, du mir, was hältst du vom Turnier? Wie ist es gefunden? Also, Turnier ist wirklich gut gelaufen. 27 Leute. Das ist ein guter Zoll für Lützburg, für den ersten Turnier, den wir Street Fighter machen. Das ist flüssig aufgelaufen, wir hatten Hype-Matcher, wir hatten ein paar Leute, die ganz neu waren, weil das Spiel auch recht knapp raus ist. Also, ich schon gut fand, den Echo von den Leuten war auch ziemlich positiv und probieren das weiterzuführen. Sind dann nur noch weiterhin Street Fighter 5 Turnier geplant oder wie ist es da auch von der Version von Spiel? Ich werde sicher aufwürseln mit Street Fighter 5. Also, wenn ich am Fighting Games auskennt, lerne ich Street Fighter, kommen wir nicht. Ne? Und das muss sein. Ne? Das ist einfach cool. Das ist cool. Sind dann noch andere Turnier geplant, also von Street Fighter 5? Mal gucken, nur irgendwann wird Guilty Gear rauskommen, da werden wir doch vielleicht etwas machen. KI, kann doch viel wissen, kann eine neue Season raus. Gucken, ein bisschen Highbook zu bauen, dann du nur nicht vielleicht noch Street Fighter und dann kopierst du noch mal etwas Unpopuläres wie Senseiya oder so Sachen. Aber kannst du auch nicht, ne? Nein, definitiv. Nee. Ja, muss ich leider zugehen, ich kann das leider nicht. Das ist ein Chevalier du Zodiac, wenn du das kennst. Ne? Französisch Mickey Mouse, mega cool. Ah, okay. Spielst dann du ihm auch viel der... Also ich spiele just Killer Instinct, ja. Ich probiere mich da an der Waldspitze zu etablieren. Wenn ich keinen Texas spiele, wäre ich an der Top 32 von der Welt gewesen. Im Moment, money-mäßig und zeitmäßig ist das nicht gegangen, aber voilà, ich habe schon letzten Samstag ein Online-Turnier gewonnen, der französischen Community. Und ich probiere am Samstag ein Turnier zu spielen und Top 3 aus Missions dran. Wow. Ja. Hast du schon ein anderes Gefühl, weil in 100 Organisationen sitzt eigentlich? Ja, das ist ganz anders. Ne? Du bist mehr fokussiert auf den Turnier, dass das alles flüssig läuft, dass die Südfrieden entertainen, dass nicht Leute müssen Angst werden, für ein Match zu machen.
So, wenn man schon flott läuft, das ganz anders, nicht? Das ganz anders. Wie hast du dann eigentlich bei den Sponsoren gelaufen? Sponsoring haben wir von Videogames.de gemacht, 75 Euro für Sponsoring. Dann hin ich an mein Kollege, der Joey The Wheelpain, noch ein 75 Euro draufgelöst, das Eisertasch. Und da kommt man nach vom Reservoir Games, kommt man nach Feier, Chibi, Schlüssel und Hänger für zu verteilen. Also top, ne? Top, ne? Majo. So, und dann vielen Dank für das Interview. Echt so, merci. Und noch einen guten Abend. Merci. I'm not